Eine bewegte Geschichte liegt hinter der Tanzgruppe TGG des Gymnasium Köthen. Und diese feierte am 14. Juli im Karl-Maria-von-Weber-Theater in Bernburg ihren 20. Geburtstag. Vor ausverkaufter Kulisse standen mehr als 100 Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne, um den Gästen ein fulminantes und sehr abwechslungsreiches Programm zu bieten. Tanzlehrerin und Choreografin Ute Schröder kann sich noch genau erinnern, wie alles im Jahr 1992 begann. Vor 20 Jahren hat der damalige Schulleiter mir das Okay gegeben, dass ich am neu gegründeten Gymnasium an der Rüstembreite eine Tanzarbeitsgemeinschaft eröffnen darf. Er hatte das Vertrauen, dass diese Arbeit gut laufen könnte. Das hat damals nur 6 Mädchen betroffen, die waren im 6. Schuljahr. Wir haben begonnen ganz klein. Wir haben Jahr für Jahr dann immer mehr Mitglieder dazu gewinnen können, konnten auch die zu den ersten Auftritten geborgten Kostüme dann, Gott sei Dank, wieder zurückgeben und haben in eigenen Kostümen getanzt. Und so hat sich diese Gruppe entwickelt über 10 Jahre hinweg, bis es, ja, ich sag mal, schon ein richtiges Tanzensemble war. Und so gibt Ute Schröder fast jeden Tag nach dem regulären Schulunterricht Tanzstunden. Dabei ist die 51-jährige Sport- und Deutschlehrerin nicht zimperlich und fordert von ihren Schützlingen Konzentration und Disziplin. Trotzdem sehen die meisten Schülerinnen in ihrer Tanzlehrerin eine Bezugsperson, welche auch bei Problemen weiterhilft. So waren Ute Schröder und ihre zweite Hand, Biologielehrerin Astrid Lux, zu Tränen gerührt, als die Tänzerinnen beide mit heimlich einstudierten Tänzen überraschten. Natürlich ist ein knapp 4-stündiges Programm, wie das in Bernburg, nicht von einer einzigen Person zu stemmen. Ich bin sehr froh, dass ich eine Kollegin an meiner Seite habe. Sie ist an unserem Gymnasium Biologie- und Chemielehrerin, das ist die Astrid Lux. Sie unterstützt die Gruppe in allen Belangen, die mit der Organisation zu tun haben. Astrid Lux betreut außerdem mit einer Mutti die kleinen Kindergartenkinder, nimmt also dort die Trainingsstunden ab. Neben ihr gibt es eine Kollegin, die zusammen mit ihrer Mutti die Kostüme näht. Sie hat den größten Anteil an der Kostümarbeit. Und dann gibt es natürlich im Hintergrund auch Kollegen, die wissen, was es für Arbeit ist, wenn man das alles nebenbei in seiner Freizeit macht. Und zu denen können wir kommen, immer wenn es nötig ist. Die unterstützen uns dann auch, wenn es jetzt Transportprobleme gibt, wenn es für uns in der schulischen Belastung zu arg wird. Da können wir uns hundertprozentig drauf verlassen. Mitmachen in der Tanzgruppe kann übrigens jeder. Egal ob Schüler des Gymnasiums in Köthen oder eben auch nicht. Und genau diese Vielfalt macht das Besondere der TGG Köthen aus. Trainiert wird an allen Wochentagen, in allen Altersgruppen. Jede Gruppe hat mindestens 2-mal Training in der Woche, die meisten Gruppen 3-mal in den verschiedenen Tanzarten natürlich. Mit atemberaubenden Kostümen und perfekt aufeinander abgestimmten Choreografien verzauberten die Akteure die mehr als 300 Zuschauer im ausverkauften Karl-Maria-von-Weber-Theater in Bernburg. Egal ob beim filigranen Ballett oder beim mitreißenden Stepptanz. Weiterhin sehen Ute Schröder und ihre Mitstreiter positiv in die Zukunft und hoffen in 5 Jahren den silbernen Geburtstag in einem noch größeren Rahmen feiern zu können. Wir wünschen bestes Gelingen und viel Spaß und Erfolg bei den kommenden Aufgaben. Schließlich kann die Tanzgruppe schon auf mehrere Meisterschaftstitel zurückblicken.